Flamencos, Elektro, Energiekonverter dran. Jetzt haben wir mal hier diese Alu-Röhre als Elektronensammler genommen und ist wieder so. Das funktioniert nur. Das funktioniert nichts. Und jetzt den Elektronensammler ran. Das dann funktioniert. Viel schöner als die mit dem kleinen Bedini. Wunderbar. Und hier, wie ihr seht, wir machen aus einem einzigen Draht Plus und Minus. Schön, Jungs. Was kostet dann die 4000? Was sind das? Kilohertz, ne? 4000 Hertz. Ja, bei 150 mA Stromaufnahme und Volt. 0,29. Okay, könnt ihr euch ausrechnen. Originalanleitung gesagt, dass man unbedingt so einen Elektronensammler dazu braucht. Wir haben nochmal diese äußerste Spule von der Xen an die Erde geschlossen. Und es läuft viel besser. Ja, also diese Theorie mit den Elektronensammeln. Du könntest auch über die Erde abmachen. Das läuft trotzdem. Lassen wir ab. So, jetzt haben wir keine Erde mehr. Moment. Ha, vielleicht ist das hier unser Elektronensammler. Wenn ich jetzt. Loslassen. Wenn ich jetzt unten das abmache. Ah, alles. Dann haben wir das Kabel als Elektronensammler schon. War nicht schlecht. Okay. Okay, also Kabel muss doch dranbleiben. Elektronensammler unten dann. Dann geht es schneller. Mit der Länge von diesem Kabel hat es schon zu tun. Der Biokondensator geht aus. Soll ich mal? Ja. Ich geh auch. Aha, okay. Das ist nicht Sache. Toller Strom. Mal noch einen schwarzen irgendwo hinkommen. Meine Nase. Achso, das war der Kondi noch, der aufgeladen war. Aber es kommt trotzdem noch. Das ist überhaupt gerichtet. Ja. Das ist noch da, ne? Schön. Okay. Normales Licht und Blitzlicht. Fein. Mit nach wie vor 150 mA Stromaufnahme bei 12 Volt. Wir sind bei 4000 Hertz, es schwankt. Ja, es klingt jedenfalls schon mal sehr professionell. Blink, blink, blink. Ja, oder? Und er redet. Na, was hast du zu sagen? Also wir haben jetzt hier zwei 200 Volt Kondensatoren dran, haben sie zwischen dieses weiße Kabel, das ist diese Außenansteuerung von der Xenonlampe, und dann noch Elektronen
Kumpel dazwischen gegangen. Ne, diese Tesla-freie Energiespeicherung. Und auf minus eine Erde. Ja, jetzt sind wir uns keine 10 Minuten, sind wir auf 50 Volt. Freie Energie. Anscheinend. Gut, das müsste jetzt halt mal verifiziert werden durch Proof. Aber mir gefällt es. Die auch nicht. Schön. Jetzt haben wir an so ein Minus unserer Tesla-Einschaltung keine Erde gehangen, sondern haben das Gehäuse von der Lampe gehangen und die Lampe ist extrem viel heller geworden. Steigt es trotzdem ordentlich. Kannst du nochmal abmachen? Ja, genau. Vorsicht, 75 Volt drauf. Jawohl. Was, ne? So sieht es jetzt aus. Das wird ja angeschlossen. Ja. Ach du meine Nase. Freier Elektroden U. Oh. Der Witz ist, jetzt hier, was die Batterieladekapazität schwankt jetzt ganz. Das ist jetzt nicht kontinuierlich, ne? Also, aha. Also Punkt sozusagen. Da schwankt zwischen 12,73, 12,77, 12,70, 12,69, 12,79. Da haben wir Stromaufnahme auch mit dran? Stromaufnahme ist gerade mit dran, ne? Stromaufnahme ist, puh. 0,50, 0,30, 0,63, 0,68, 0,29. Und hier geht es wirklich bis über 90 Volt hoch. 10,90. Das ist keine ob in der Tendenz sozusagen der Akku jetzt abnimmt oder ob jetzt irgendwie im Mittelwert gleich bleibt, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, die hier wirklich auf 400 Volt aufgehen. Und zwar mal hochschalten. Ja. Also irgendwie 10, 11 Kilohertz ist am besten. Und unsere Kondensatoren jetzt schon. Antenne in Reihe in der Antenne hängen. Auf 180 Volt. Das sind viele Wummerdinger hier. Aus PC-Teilen. Lampe schnurrt wie Motorzeichen. Ganz unrhythmisch irgendwie. Ja, und hier steigt es nach wie vor. Und pump voll und pump voll und pump voll. Oh. Was ist das jetzt? Aha. Wieder dran. Und weiter geht's. Jawohl. Geht wieder weiter. Und blitzt wie blöde. Ja, leider kann man in der Kamera die schönen Blitze nicht so ganz festhalten, also müsst ihr selber mal nachsehen.